Unter dem Titel "So sieht's jetzt aus" will ich Ihnen heute mal einen kleinen Rundumschlag über die Lage an den Märkten und übergeordnet zur Darstellung bringen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu eben mit diesem Ausblick. Fangen wir gleich mal an mit dem aktuellen Geschehen. Da gab es ja gestern die Zahlen. Fangen wir an mit den Netflix. Chronologisch, die waren zuerst dran. Da hat man die Zahlen gefeiert, die Aktie nachbörslich deutlich im Plus, aber bei genauerem Hinsehen war das nicht so toll. Wir hatten die Earnings per Share, also den Gewinn pro Aktie, deutlich besser. Das war sozusagen wahrscheinlich der Grund für viele zu sagen, naja, da kaufen wir mal die Aktie. Aber wenn wir das Geschehen sehen, Revenue-Erwartung für das vierte Quartal unterhalb der Erwartung, Earnings per Share viertes Quartal, also die Erwartung für den Gewinn pro Aktie viertes Quartal auch unter der Erwartung. Wir haben etwas weniger Abonnentenzuwachse als erwartet. Das ist für Netflix ja eine entscheidende Kategorie. Also vor allem erwartet man dann deutlich weniger im vierten Quartal als vorher noch prognostiziert. Ziemlich gemischt. Es gibt gute Elemente, es gibt weniger gute Elemente. Wir werden sehen, wie die Aktie heute agiert. Aber schwach war vor allem IBM. Da hat man gerade so die Earnings per Share Erwartung übertroffen mit 2,68 Dollar. Dafür hat man extra seine Steuerquote nach unten rechnen müssen auf 0,1%. Man wollte offenkundig unbedingt in der Headline Earnings per Share über die Erwartung kommen. Das hat man dann genauso hin manipuliert. Aber vor allem der Revenue, also der Umsatz im dritten Quartal, ganz schwach. Deutlich unter der Erwartung. Jetzt hat IBM ja Red Hat gekauft für sehr, sehr viel Geld. Und der ist massiv verschuldet, über 70 Milliarden Dollar an Verschuldung. Und gleichzeitig sieht man jetzt Umsatzrückgänge in 27 der letzten 30 Quartale. Die Aktie dann zunächst minus 2,5%, dann schließlich 5% gefallen. Das war dann schon ein ziemlicher Dämpfer. Schauen wir mal an, was derzeit sonst der Fall ist. Wir haben interessante Entwicklungen, zum Beispiel in Sachen Donald Trump, der gestern gesagt hat, ja, jeder hat doch Aktien. Und gestern hat er ja prognostiziert, die Aktien werden steigen. Don't forget, stock market is not just rich people, it's all people. Es sind alle Leute, weil alle Leute sozusagen Anteil an den Aktienmärkten haben. Nein, nicht ganz richtig. Wir haben nämlich die 50% der amerikanischen Bevölkerung haben 0,8% der Aktien, während die anderen 50 bis 90% 12,4% haben. Die 90% bis 99%, die haben 35,9% und die obersten 1% haben 50,9%. Das ist sozusagen genau der Punkt, an dem Trump vielleicht ein Missverständnis hat. Es sind die Reichen, es sind die Wohlhabenden, die Vermögenden, die von der Wall Street besonders profitieren. Es sind nicht die normalen Leute, die Main Street in Anführungszeichen, beziehungsweise in relativ geringem Umfang. Bleiben wir bei Trump. Der kriegte Schwierigkeiten in manchen Schlüsselindustrien. Hier gestern der größte amerikanische Kohlekonzern Insolvenz angemeldet, trotz dieser Stützungsmaßnahmen, die Trump ja eigentlich der Kohleindustrie versprochen hat, indem er gesagt hat, was schert uns die Umwelt, wir setzen weiter auf diese Technologien, damit das günstig bleibt. Über 7000 Leute werden da ihren Job verlieren. Nicht so gut für Trump. Wir sehen auf der anderen Seite, dass gestern Moody's gesagt hat, also wenn die Wirtschaft so bleibt, wird Trump ganz deutlich die Wahl 2020 gewinnen, weil es schlichtweg so ist, dass eben die Amerikaner sehr stark nach ihrem Portemonnaie entscheiden. Wenn die Wirtschaft gut läuft, dann dürfte Trump einen ziemlich klaren Sieg davontragen, so prognostizierte Moody's, die bisher fast immer richtig lagen mit ihren Prognosen. Was haben wir noch? Wir haben gesehen den Handelskrieg. Das ist sozusagen ja das Problem, dass jetzt Trump so ein bisschen still und heimlich beiseite räumen will. Gestern das US-Abgeordnetenhaus ja mit dieser Stützung der Demokratiebewegung in Hongkong mit der scharfen Erwiderung Chinas. Jetzt hat die Trump-Administration einen erneuten diplomatischen Nadelstich gegen China gesetzt, indem man sozusagen jetzt chinesische Diplomaten zwingt, vorher Gespräche anzumelden, die man mit Amerikanern führen möchte, von Behörden, von verschiedenen Research Institutes, also die müssen sozusagen jedes Gespräch, das sie mit Vertretern der USA führen, vorher melden,
Das ist sozusagen für China eine Provokation. Hier hat dann die chinesische Botschaft in Washington gesagt, das geht gegen die Wiener Konvention für diplomatische Beziehungen. Also da sehen wir, es geht um so viel mehr statt nur um Handel. Es geht um eben solche Dinge, die mit Dominanz, mit Weltmacht eine Rolle spielen. Schauen wir uns noch an Sachen Weltmacht eine interessante Entwicklung an in Sachen Syrien. Hier ist es ja so, dass Erdogan gestern gesagt hat, es sollten ja Mike Pence, Vizepräsident, und Außenminister Pompeo in die Türkei reisen, um mit Erdogan zu sprechen. Dann hat er gesagt, die brauchen gar nicht kommen, mit denen spreche ich nicht. Der Einzige, mit dem ich sprechen würde, wenn er denn kommt, das wäre Donald Trump. Jetzt dürfte Trump aber sich nicht persönlich aufmachen in der Türkei und hat angekündigt, also wenn diese Gespräche nicht stattfinden, dann gibt es neuen Ärger für Erdogan. Jetzt gibt es hier eine Veröffentlichung des Briefes von Trump an Erdogan, wo er sagt, be a tough guy, sei nicht ein tough guy, don't be a fool. Ich werde die türkische Wirtschaft zerstören, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also hier hat der Tobak. Auf der anderen Seite hat Erdogan richtigerweise gesagt, dass derzeit 4 Millionen arabische Flüchtlinge in der Türkei sind, während die arabischen Länder, andere arabische Länder, eben keine arabischen Flüchtlinge, so gut wie keine arabischen Flüchtlinge aufgenommen haben. Das darf man nicht vergessen. Die Türkei will ja eine Sicherheitszone, eine Pufferzone schaffen, dort diese Flüchtlinge ansiedeln, damit man sozusagen einen Puffer gegen die Kurden hat. Höchst umstritten, durchaus fragwürdig, aber hier hat Erdogan eben einen Punkt, in dem er sagt, ja Leute, wir haben die arabischen Flüchtlinge aufgenommen, ihr nicht. Das ist natürlich wirklich etwas, was man anderen arabischen Nationen vorwerfen muss. Jedenfalls scheint sich hier die Geschichte weiter zu verwickeln. Das könnte noch ein ganz, ganz großes Thema werden. Wir haben dann das Thema natürlich Notenbanken. Ich hatte gestern getitelt Fed finanzierte Trump, und es ist auch so, wie Hannes Zipfel jetzt gezeigt hatte, dass praktisch die US-Bundesregierung pro forma nur Zins und Tilgung zahlt, weil sie eine Sekunde später diese Zinszahlungen wieder zurückbekommt. Und er sagt hier, de facto wird Geld gedruckt und anschließend auf elektronischen Umweg über die Banken in Millisekundenschnelle an das US-Finanzministerium überwiesen, um von der Bundesregierung in die reale Wirtschaft gepumpt zu werden. Das ist also etwas anderes als das klassische QI, was wir kennen. Das war ja sozusagen eigentlich dazu gedacht, um die langfristigen Zinsen nach unten zu kriegen, damit zum Beispiel Hypothekenkredite billiger zu machen etc. Die jetzige Politik der Fed dient dazu, die Zinskurve zu versteilen. Das hilft den Banken in der Überlegung, dass die Banken dann eben auch mehr Kredite ausreichen können. Gleichzeitig eben hier dann diese Staatsfinanzierung möglich ist. Das ist sozusagen diesmal der Stoßpunkt weniger, dass man jetzt die Kreditvergabe direkt steigern will, sondern es geht hier um die Hilfe für Banken auf der einen Seite und um die Finanzierung der massiven Staatsschulden auf der anderen Seite. Schauen wir uns die Dinge an, die heute auf der Agenda stehen. Haben wir Termine, Philadelphia Fed Index. 14.30 gestern, ja, die US-Einzelhandelsumsätze katastrophal schwach, vor allem Online-Umsätze gefallen, merkwürdig, Baugenehmigung 14.30, Industrieproduktion, psychologisch wichtig, 15.15 und 17 Uhr dann die Lagerbestände, die normalerweise gestern gewesen wären, aber Montag war Feiertag, dann verschiebt sich das auf den Donnerstag. Zahlen heute bedeutsam, nur Morgan Stanley, praktisch die letzte große US-Bank, die heute meldet. Was wir hier sehen, sind die Charts von Capital.com. Was wir hier sehen, ist der DAX, 12.659. Wir laufen im Grunde seitwärts. Diese ganze Brexit-Thematik hinher, das ist wirklich kaum mehr zu fassen, was da läuft. Man spricht von Fortschritten, aber es gibt noch viele Hindernisse. Boris Johnson muss die DUP irgendwie an Bord kriegen, muss die abweichenden Strömungen innerhalb seiner eigenen Partei irgendwie unter einen Hut kriegen, muss dann die Zustimmung der EU, 27 EU-Mitglieder haben, also das wird eine ganz schwere Geschichte, keine Ahnung, wie das ausgeht. Schauen wir uns die US-Indizes an, 2989, der S&P 500, hier sehen wir diese Aufwärtsbewegung vorgestern genauer gesagt, und dann geht es jetzt so ein bisschen seitwärts perlend ab. Wir haben die 3000er-Marke noch nicht überwunden, gestern Tech schon schwächer, 7932, der Nasdaq, wir sehen den Dow bei 26.960, wir sehen Euro-Dollar
Der angestiegen ist gestern, die Zeit des starken Dollars könnte vorbei sein, weil die Märkte jetzt riechen, hey, die finanzieren jetzt sozusagen direkt über ihre Notenbank die Staatsschulden, die ausufernden Staatsschulden. Es werden immer weniger länger laufende Anleihen emittiert. Dementsprechend wird es uninteressanter, sich da zu investieren. Dementsprechend könnten eben auch die länger laufenden Renditen steigen. Wir haben Gold, das aktuell bei 1488 nach wie vor in Lauerstellung ist. Und wir haben das amerikanische Crude Oil unter der Marke von 53 heute eben nach Lagerbeständen, API-Lagerbeständen, die über der Erwartung gelegen sind. Also, das ist ein kleiner Rundumschlag um die Märkte. Wir haben pro Bullen diese Notenbankaktionen. Die Frage ist, wie weit kommt das wirklich den Aktienmärkten zugute, wenn die Fed eben Treasury Bills kauft, oder ist das vorwiegend Staatsfinanzierung? Es wird den Bankaktien nach meiner Auffassung, ich hatte das gestern schon gesagt, eher gut tun. Wir haben auf der anderen Seite eine sich wieder eintrübende Konjunktursituation, vor allem jetzt in den USA. Heute die Daten daher unter besonderer Beobachtung. Und jetzt haben wir den ersten Schwung gesehen von US-Unternehmensergebnissen in der Berichtssaison mit den Banken, die überwiegend sehr ordentlich waren, mit Ausnahmen. Das war aber die leichteste Übung, weil da die Erwartungen sehr, sehr tief gesenkt sind. Jetzt bin ich gespannt, wie dann vor allem die Tech-Werte berichten werden. Darauf wird es dann ankommen. Tech ist überbewertet in vielerlei Hinsicht. Da könnte es durchaus ein bisschen krachen in diesem Sektor. Andere dann wieder besser laufen. Dann wieder sozusagen linke Tasche, rechte Tasche. Investoren gehen raus aus Tech, rein in Bankaktien. So, meine Vermutung, ob sie stimmt, das werden wir sehen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Handelstag und sage Servus und Ciao.